paar Finger abzukatten. Was hat der gemacht? Hat er da voll ausgeholt oder was? Und die mussten ihn regelmäßig mit Bier und Zigaretten füttern. Jetzt echt? Oder denkt sich das aus? An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse. Ihr könnt auch gerne abonnieren. Nee, keine Werbung hier. Ich bin ja schon mal bei Kanal der Woche dabei gewesen, bei Zionist Internet. Die dümmsten Momente der Geschichte. Mal gucken, guck mal rein, was der so getrieben hat. So, seitdem machen wir es gemeinsam. Ich nicht mehr gesehen. Mal gucken, was mit ihm so abgeht. Wir schauen rein. Yo, heute mal die dümmsten Momente der Geschichte, die vergessen wurden. Eigentlich nicht. Hättet ihr auch so wenig soziale Interaktion mit anderen Lebewesen, dann wüsstet ihr den ganzen Scheiß hier auch. Ach ja, und Katzen zählen by the way nicht. Ich hab bemerkt, dass die nur wiederkommen, wenn du denen was zu fressen gibst. Danach gehen die wieder für die nächsten 26 Stunden pennen. Boah, ist diese Katze fett. Und deshalb tue ich heute mal wieder so, als hätte ich einen Plan davon. Was ich natürlich nicht habe, weil ich im Gegensatz zu euch ein Leben habe. Falls dir das Video bis jetzt gefällt, weil ich versichere dir, bis auf das Outro bei 5 Minuten 30 wird es nicht besser, dann lass doch gerne mal ein Like da und abonniere den Kanal. Bitte. Vielleicht mache ich dadurch diese Woche keinen Virus. Ja, wir wissen alle, dass das nicht passieren wird, oder? Die weiß nicht mal, was ich gesagt habe und hat direkt keinen Bock mehr auf mich. Ist das dein fucking Ernst? Perfekt, Bro. Aber boah, ist diese Katze dick, was macht der mit der? Ist voll der Garfield hier. Aber warum die abonniert man? So nice Videos. Am Ende vom Video habe ich noch kurz was zu der ganzen Design-Sache zu sagen. Und ja, das Video geht jetzt schon eine Minute. Die Abos kommen immer, wenn du was Neues hochlädst. Also wenn du länger mal nichts hochgeladen hast und dann wieder was hochlädst, dann bemerken Leute, oh, ich habe den noch in meinem Abo-Box. Ich brauche den doch nicht. Und dann findest du dann wieder die Abos. Genauso funktioniert das. Und wenn du was Neues hochlädst. Zeit fürs Intro. Robert Linz. So funktioniert YouTube. Ein britischer Chirurg. Und mit Chirurg meine ich nicht den Job mit den 200.000 verschiedenen Messern und dem ganzen Desinfektionsstuff. Nein, ich meine ja den Teil mit einer Säge und dem restlichen Zeug, was man damals so gefunden hat. Auf jeden Fall konnte der Typ ein Bein innerhalb von 25 Sekunden apportieren. Okay. Und irgendwann so zwischen 1820 und 1847, irgendwie hat es niemand geschafft, ein genaues Datum anzugeben. Nicht, dass ich jetzt extra 10 Minuten danach gesucht hätte. Er kam zu einer Operation, in dem er den Patienten eigentlich nur ein Bein apportieren sollte. Eigentlich. Und der Typ wollte das halt etwas zu schnell machen, weil er nebenbei auch einen Weltrekord aufstellen wollte. Fragt nicht. Und hat das Bein apportiert. Und dem Typen hat er gleich noch ein paar andere Sachen abgeschnitten. Und weil er so Bock darauf hatte, hat er es geschafft, in derselben Bewegung seinem Assistenten ein paar Finger abzukatten. Und gleich mal ab. Hat er doch voll ausgeholt, oder was? Und weil das immer noch nicht genug war, hat er in denselben 2 Minuten den Mantel von einem anderen Arzt, der das Ganze beobachten sollte, zerschnitten. Und weil der gesehen hatte, dass Linston, naja, vor gerade mal 2 Sekunden seinen Assistenten ein paar Finger abgeschnitten hatte, dachte ihm, dass ihm auch irgendwas fehlt und ist dann zusammengebrochen. Kurz gesagt, Linston hat es geschafft, mit einer einzigen Operation innerhalb von 2 Minuten 3 Menschen umzulegen. Glückwunsch an dich. Keine Ahnung, ob dich das stolz macht oder so, aber das ist bis jetzt die einzige Operation der Geschichte mit einer Sterblichkeitsrate von 300% Liechtenstein. Okay, ich weiß. Ja. Was zum Geier? Liechtenstein selbst ist schon ein einziger Meme. Jetzt nichts gegen euch, aber da fühlt sich Österreich an wie ein Kontinent. Macht euch by the way bereit für super unnötig komplizierten Geschichte-Stuff. Absolut unnötig. Episode 1. 3, 2, 1. 1866 dachte sich Österreich und Deutschland, sie müssten sich um ein paar Schafe und Leuchttürme streiten. Ohne Scheiß, ich traue euch das wirklich zu. Dann kam es zu einem Krieg, den Österreich... Ja, sagen wir es mal so, wir haben das gemacht, was wir am besten können. War nicht unser Tag, okay? Aber es war nicht nur ein Krieg zwischen Deutschland und dem größten Land von Europas damals. Ich kam immer noch nicht drauf klar, wie wir das verloren haben. Nein, Italien... So geil, wie damals Bayern so ein eigenes Gerät war. Und hier ist das Preußenland. Und deswegen sagen wir in Bayern heute noch zum Spaß immer die Preißen, so. Die Preißen, weil sie nicht bayerisch reden, weil wir das zum Spaß nochmal trennen, so. Das heißt, wenn Basefrogs so Witze machen wie Bayern ist ein eigenes Land, dann sagen wir, ja. Also in Sachsen auch. Sogar süß so, ja. Sachsen gab es schon damals. Also, uns geht's auch supi-dupi. Ihr seid ja die armen Leute hier da oben, die keine Jobs haben und irgendwie kein Geld Sachsen haben. Sachsen hat ein bisschen was dazugekommen, aber es gab schon. Eure Armut kotzt mich an. Ich hab hier, unten geht's ab, da, wir sind hier alle schweinereich. Ich meine, so ist natürlich nicht, aber trotzdem. Ja, und das Frankenreich war hier und heißt heute Frankreich. Das ist zugelangt, Leute, oder? Königreich Italien? Da schau her. 200 andere unnötige Königreiche. Die Schweiz hat sie nicht verändert. Dachten sich auch, das wäre time to shine. Und während Österreich, Deutschland, Italien und die paar Leute da oben über 2 Millionen Soldaten aufgestellt haben, dachte sich Liechtenstein auch so mit ganzen 80 Soldaten zu helfen. Und wie gesagt, der Krieg war wieder komplett unnötig und blutig, aber nicht für Liechtenstein. Im Gegensatz zu den anderen, die ein paar tausend Soldaten verloren haben, ist Liechtenstein einfach mit 81 Soldaten zurückgekommen. Und das nur, weil sie auf ihrem Weg irgendwo einen Freund gefunden haben, der sich wahrscheinlich verlaufen hat. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Den haben sie dann nach Liechtenstein gebracht.
gebracht und daraufhin ein Jahr später das Tier aufgelöst. Aber by the way, ich will jetzt auch niemanden fronten oder so, aber Liechtenstein hat auch noch nie auch nur einen einzigen Krieg direkt verloren und keinen einzigen Soldaten. Wer sich jetzt gefragt hat, welchen Krieg Liechtenstein denn verlieren hätte können, wenn niemand überhaupt wusste, dass es die wirklich gibt und das nicht nur ein Kaffeefleck auf der Karte ist. Grüße gehen auf jeden Fall mal raus in die Schweiz. Die haben es geschafft, dreimal in 30 Jahren unabsichtlich in Liechtenstein einzumarschieren. 1985 hat die Schweiz beispielsweise gedacht, mal ein paar Raketen zu testen. Die haben Die Schweiz ist auch so ein spezielles Örtchen, das gab es schon immer und das hat sich immer irgendwie überall rausgehalten und es hat immer irgendwie an zwei Weltkriegen nicht teilgenommen und es ist halt einfach, die Schweiz ist halt einfach legendär. Aber immer noch, dass die Regierung in Liechtenstein nicht mehr bemerkt hat, dass sich da beim zweiten Mal ein paar Schweizer Soldaten verlaufen haben. Die haben das erst erfahren, nachdem sich die Schweiz entschuldigt hatte. Wojtek. 1942 war eine polnische Infanterieeinheit auf dem Weg nach Ägypten. Ihr wisst schon, wegen dem ganzen Weltkriegszeug. Und in einem Tag haben die einen Jungen getroffen, der einen Bär befreit hat und keinen Plan hatte, was er, mit dem Bären tun soll. Also haben die Soldaten der Infanterieeinheit beschlossen, den Bären gegen Proviant einzutauschen, obwohl die natürlich auch nicht wussten, was sie mit dem Bären anstellen sollen. Also hat man den einfach mitgenommen und den großgezogen. Also die haben basically leere Wodkaflaschen mit Milch gefüllt und das dem Bären gegeben und ziemlich viel Bier. Der Bär hat dann auch den Namen Wojtek bekommen und hat regelmäßig ihre Proviantvorräte bewacht. Das ist jetzt kein Joke, zur Belohnung hat man den fucking Bären Zigaretten gegeben, an denen er nicht gezogen hat. Der Bär hatte so Bock darauf, dass er die einfach gegessen hatte. Aber auch nur, wenn die angezündet waren. Wirklich, googelt das. Das ist dann ein paar Monate so weitergegangen. Man hat dem Bär auch beigebracht zu salutieren und auf zwei Beinen zu stehen, einfach mit den Soldaten zu wresteln, Bierflaschen selbst aufzumachen und kann Kaffee zu hexen. Das war ja der geilste Bär aller Zeiten. Mann, der hat ein cooleres Leben als ich. Was dem Bär natürlich ein bisschen zugedröhnt hat. An Weihnachten, das hat er by the way mit den Soldaten gefeiert, hat er sich dann ein bisschen zu stark die Dröhnung gegeben und dann ist ein betrunkener Bär in die Vorratskammer eingebrochen. Er hat dann auch gemeinsam mit den Soldaten geduscht er geduscht hat, hat er einen fucking syrischen Spion gefangen genommen. Das ist immer noch ein Bär, von dem wir hier sprechen. Danach wurde das Regiment nach Italien verlegt. Deshalb hat er den scheiß Bären einfach in die polnische Armee eingetragen und das ist durchgekommen. Er hat dann gemeinsam mit den Soldaten ein paar Schlachten erlebt. In einer hat er den Soldaten sogar geholfen, ein paar Kisten Munition zu tragen, ein Teil davon auf zwei Beinen. Dadurch wurde er sogar noch befördert. Der Bär. Und eine eigene Dienstnummer. Ein Bär. Die Jahre nach dem Krieg wurde er dann... Ein Bär. Das ist... Veteranenbär. Und die mussten ihn regelmäßig mit Bier und Zigaretten füttern. Mir ist gerade so nebenbei auch aufgefallen... Das kann doch nicht echt sein. Das ist die größte Scheiße, die ich je gehört. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das müsste man neu googeln. Dass ich mich schon ziemlich lange nicht mehr über meine Community aufgeregt habe. Und ich glaube, es passt ziemlich gut zum Videothema. Also, keine Ahnung, wie viele von euch das noch wissen. Aber vor knapp 4 Wochen habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich euch nach dem Designer gefragt habe. Und ich hätte so mit 10, vielleicht 20 Leuten gerechnet, die sich da bewerben. Es waren gefühlt 100 Leute, die mich an dem Tag abgefuckt haben. Und es gab auch ziemlich viele richtig gute Designs. Mir ist dadurch nur einmal mehr bewusst geworden, wie talentlos ich eigentlich bin. Und danke dafür, großes Plus an euch. Und das hat auch so gefühlt jeder Dritte nach dem FAQ gefragt, weil die meinten, dass sie den random Typ aus dem Internet mit den Verschwörungstheorien doch nicht gut genug kennen. Und in dem Punkt kann ich euch echt verstehen. Deshalb verspreche ich euch, dass ich sowas bei 10.000 Subs mache oder so, weil ich habe echt keinen Bock darauf. Aber ich muss mir sowieso keine Sorgen machen, weil ich bin sowieso gerade on my way to the 8.000. Also danke nochmal für den kranken Support. Ich gehe jetzt echt pennen, ich bin komplett wasted. Bär. Armee. Wojek war ein syrischer Braun. Ich glaube, das auch ohne einen Wikipedia-Beitrag. Das ist. Sowas kann man sich nicht ausdenken, das ist so verrückt, dass man sich das nicht ausdenken kann. Das ist alles der Wahnsinn. Ja, der im Iran gefangen und auf. Nein! Oida! Aber jetzt, wo ich es gerade lese, klingelt es auch irgendwie. Ich glaube, ich habe die Geschichte vor Jahren gehört. Nee, ich habe das noch nie gehört. Ich habe das noch nie gehört, aber ich glaube, das ist. Das ist geil. Hat irgendeiner gelabert auf irgendeiner Party so, yo, man ist nur so, hahaha, halt die Fresse. Und jetzt im Nachhinein. Hab ich jetzt einen guten Joke für die nächste Party? Das ist, Nächste Party. Da gab's ja was. Das war Corona. Es ist alles wahr. Gibt's gar einen Film? Dokumentation, Regie. Ich gehe nicht auf Robin Hood. Partys. Alles klar. Ja, da ist er. Der ist aber echt süß. Voll krank, ist ein Bär nicht ultra gefährlich? Wojek, nicht Wojek. Wojtek, nicht Wojek. Wodka heißt er halt, mein Wojtek. Kranker Scheiß. Also das machen kann auch... Wojtek, der Bär. Muss mir merken. Dankeschön für Josh for Play, für dieses Video. War ultra interessant. Ich habe echt viel erfahren über so Geschichte und so. Guck ich mir, glaube ich, alle Folgen an. Hab ich Bock drauf. Hier, der zweite Teil. Guck gleich im Anschluss.
Dann bis dann. Nee, hab ich keinen Bock drauf, aber ist wichtig, der, das müssen wir uns merken. Das ist genial. Fürs nächste Treffen mit Leuten irgendwie, das ist einfach. Muss man sich mal merken. Das ist eine gute Sache, eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Bär, der, das ist einfach ein fucking Bär. Ja, schaut bei CO Live vorbei, auf seinem Live-Kanal, wo er Stream-Highlights hochlädt. Ja, schaut auch bei CO bei seinem Hauptkanal vorbei. Der war auch hier gerade verlinkt. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Lasst da ein Abo da, lasst da ein Follow da auf Twitch. Lasst nämlich nach oben Glocke aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja. Ich würde mal sagen, haut rein. Habt einen tollen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao.